So, da sind wir wieder mit Breath of Fire 3 und ich habe das Ding jetzt hier betreten und hat man gerade ganz kurz gesehen, was da so ist halt. Ich wusste erst gar nicht mehr, dass das instant losgeht. Da grummelt was, ist das der Magen? Yep, ich weiß was über den Tiger. Oh, mein Magen knurrt. Hört ihr das? Guckt mal, wer da ist. Muss sagen, ich krieg ein bisschen Gänsehaut. Ich nicht damit unbedingt an die Ventilator. Ich finde das echt eine coole Szene so. Schlägt das nicht alles? Ich hätte niemals gedacht, dass ich von dir geschlagen werde, Ryu. Ich habe mich nicht mal zurückgehalten. Schön zu wissen, dass du okay bist, aber ich dachte, du bist... Am anderen Ende des Ogre Road ist ein... Das ist ein Schwarzmarkt, da kommen die Typen her, die versucht haben, uns zu killen. Es hat mich ein bisschen Zeit gekostet, sie zu finden, aber. Ich habe das Ding die ganze Zeit beobachtet, halt, nach dem Motto, wie man rein und raus geht. Von der Straße aus. Oh, mein Hauptcharakter Nummer 2. Oder Nummer 3, das ist die Truppe von Planet. Also er ist froh, dass ich okay bin, aber er kann nicht aufhören. Er wird den Leuten jetzt zeigen, dass er mit ihm und seiner Familie nicht sich nicht messen sollte oder sich nicht mit anlegen sollte. So rum. Was ist mit dem menschenfressenden Tiger passiert? Wir sollten jetzt mal schnell zum Dorf zurück. Oh, ist wieder hier durch. Oh. Diese verdammten Wälder. Oh, brennt sie nieder. Und alles, was darin lebt. Läuft doch, oder was? Jetzt schnell da durch, durch, lauf, lauf. Nein, nein, noch ein Kampf. Hau ihn weg. Jetzt, wo du endlich schneller bist als er. Man stelle sich mal vor, man hätte die Kraft, die er jetzt hat, zu dem Zeitpunkt schon gehabt. Das wäre mal awesome, hä? Fucking awesome, I would say. So, schnell zurück ins Dorf, 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 Dorf zurück. Zurück ins Dorf, Dorf, Dorf zurück. Mal kurz überlegen, ich glaube nicht, dass es direkt hier irgendwie sowas. Oh. Loki! Du bist hinüber, so ein Mist aber auch. Wie war das denn jetzt? Ich glaube, durchlatschen und. Komm ab hier, Kind. Jetzt hier unten jemanden anlabern, ne? Jetzt weiß ich auch wieder, wofür der Checkpoint da ist. Ah, Mist, ich glaube, ich muss irgendwelche anlabern. Ah. Oh.
So, die Sachen, die gerecht am Ende sind, die sind immer so schwammig im Kopf, sag ich mal. Wobei das hier noch lange nicht das Ende ist, aber. Naja, also, Lava Lava. Ach, ja, natürlich. Pass auf, pass auf. Das, was ich vorhin machen wollte, zum Anwesen laufen. Da ist der jetzt hingerannt. Er glaubt, er versteht's jetzt. Wow. Warum Ray diese Leute so hasst. Ja, der Bürgermeister steht hinter allem, das ist richtig. Er fragt uns jetzt, ob wir interessiert an Rache wären. Guck mal, wer da ist. Oh. Schön verpackt. Und oh, wer ist das denn? Ja, du bist jetzt, bist schuldig des Schmuggelns, ja. Das ist Janina, what the fuck? Hat die sich gemacht, meine Güte. Ne? Long time no see. Genau, jetzt schickt sie die Leute weg. Theoretisch wird dadurch dann die Straße frei. Bald. Wir haben uns eine Menge zu erzählen, hey. Prinzesschen. Eine sprechende Kuh! Also, ich habe keine Ahnung, was sie sagen soll. Ist alles so riesig, was sie so erfahren hat und. Naja. Naja, hat das Glühwürm 500 Jahre gegen die Drachen gekämpft und hat immer noch keine Ahnung, was genau abgeht. Also, sie will jetzt im Endeffekt nach Sin City, um mal da zu checken, was abgeht. Und nicht nur mit rumstehen, werden wir wohl nicht über die Brut rausfinden, ne? Hat sie auch recht. Die Investition wird sich lohnen, so. Ja, wir wissen, wie man nach Sin City kommt. So, dann machen wir gleich mal die Stance ändern. Lance Van Stance. So.
mir dachte. So, jetzt haben wir hier noch gar nicht mehr so viel übrig, aber ist auch nichts Besonderes mehr da. Ach, ich bin zu blöd hier gerade. So. Bleib bei dem, wie wir es vorher hatten. Und muss halt den Ausgang finden. Zap. So nicht. So, und dann hinten. Na, what? Achso, ja. Wir sollen uns keine Gedanken um den Tiger machen. Egal wie stark er ist, er wird in das Schloss nicht reinkommen. Mhm. Da war ja unser Freund. Wie war das jetzt? Links oder rechts? Links, glaube ich, ne? Ne, da ist die Mauer. Ah! Muss ich um diesen Kackzaun rumlaufen. Kackzaun! Kackzaun. Wollen Sie Ihre Wurst vielleicht ablegen? Ich weiß, das war schon relativ unschön, aber so ist das halt. Apropos Wurst, ich muss noch zu Mygas, wenn ich schon mit Nina unterwegs bin. Willkommen zurück, meine Studenten. Ja. Nina lernt Meditation. Meditation ist das gleiche wie Fokus, nur halt, dass sie ihre magischen Fähigkeiten erhöht. So, ich quatsche ihn jetzt nochmal an, guck, ob der jetzt noch irgendwas ist oder was jetzt. Guck mal, haben wir noch irgendwas? Nee. Oh, Schnauze, 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 Schnauze. Tja, ihn kriege ich, glaube ich, noch ein Skill. Das heißt, nochmal zwei Level machen oder so weiter. So. Das wäre erledigt. Ach, die blöde Iral Road ist immer noch gesperrt, oder was? Als ich da extra durchlaufen muss, hätte man noch machen können, dass man den Weg nach rechts nicht gehen kann, halt. Dass der dann stattdessen irgendwie blockiert ist. Und die anderen dann halt als normaler Durchgang zählen. So, halt. Und lass mich lügen, ich muss, glaube ich, auch... Nee, hier kann ich rumlaufen. Da kann ich rumlaufen... Ne, ich muss tatsächlich oben drüber. Nochmal über diesen blöden Berg. Oh, war ja. Wenigstens sind wir zu dritt. Komm einfach mal drauf, das macht sonst eh keinen Sinn hier. Habe ich jetzt echt mit Ryo auf den Typ gehauen, ne? Oh, war ja. Und hey, ihre Attack-Animation ist schneller. Wurde auch Zeit. Richtig, richtig. Och. Aber Ryo, warum bist du plötzlich so schnell? Wie hast du das denn gemacht? Hat auch eine neue Abwehr. Naja, klar, ist ja. Ist ja klar, ich meine, neue Animation und so weiter. Hm. Naja, wäre auch sinnlos, wenn nicht, also. Ach, jetzt hier nochmal rumdackeln komplett. Das ist auch die Frage, wäre es jetzt einfacher gegangen, einfach runterzuspringen da. Von da aus rauszulaufen, aber. Ich glaube, das muss ich sogar noch einmal. Ich probiere das mal einfach gleich aus, hab aber noch ein bisschen Zeit. Tja, so schnell kann das gehen.
Nee, das ist das gleiche Loch, okay. Also so oder so wäre das jetzt egal gewesen. Ja, wir waren ja bei Lightning stehen geblieben, ja. Ja, ich einfach draufhauen da. Mann, das Ryuda schnallt, es ist unglaublich. Manchmal ist das echt komisch. Maul da. Maul da. Sechzehntausend schon, ey. Bam 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 bam. Habe ich bald noch einen Charakter, der schneller ist. So, dann hier durch. Wir haben eh nicht mehr allzu viel Zeit, dann kann ich noch schnell den Blumenkreisel betreten hier. Yes, I want to use the Fairy Tiara! Ich glaube, die Musik ändert sich auch dann. Culture Level Rose. Da muss ich mal kurz schauen, ob mit dem Food wirklich noch so hinkommt. Oh, Lava nicht, ey. Lava einfach nicht. Ja. Gut, okay. Ich lasse das erstmal so. Und werde gleich. Oder beim nächsten Mal dann anstelle von Fläche schaffen auf Dings umbauen machen. Auf Bauen setzen. Aber bis dahin, bis das passiert, würde ich sagen, war es das für diese Folge. Auf Wiedersehen.